Unter der Treppe soll ein 60 cm breiter Schrank aufgestellt werden. Frage: Wie hoch darf er höchstens sein? Wir wissen, dass dieser Schrank 60 cm breit ist und wir suchen diese maximale Höhe, Höhe, die wir mit x bezeichnen und die wir in Zentimeter ausdrücken werden. Durch dieses große rote Dreieck und dieses kleine blaue Dreieck sind wir in den Hypothesen vom Satz des Thales und können zum Beispiel anwenden, klein geteilt durch groß gleich klein geteilt durch groß. Also klein, das heißt 82 minus x, geteilt durch groß, das heißt 82, ist gleich klein, also 60, geteilt durch groß, also 150. 60 auf 150 ist gleich zu 2 Fünftel. Jetzt multiplizieren wir kreuzweise und erhalten so 5 mal 82 minus x gleich 2 mal 82. Wir werden diese 5 verteilen, so finden wir 410 minus 5 mal x gleich 2 mal 82 macht 164. Daraus schließen wir, dass 5x gleich zu 246 ist. Jetzt teilen wir noch durch 5 und finden für x 246 Fünftel, das heißt 49,2. Diese maximale Höhe x beträgt also 49,2 Zentimeter.